Herzlich willkommen zu einem neuen Video am Montag. Diesmal mit Broker Finmax, 60 Sekunden. Zwei Trades habe ich schon heute abgesetzt im Auto-US-Dollar. Beide waren deutlich im Gewinn. Ich handle ausschließlich 60 Minuten bis 2 Minuten, also im kurzfristigen Bereich. Mein Starttrade beträgt 2000 Euro. Und als allererstes, was ich überhaupt mache, bevor ich trade, ich schaue mir die Wirtschaftsdaten an von heute. Man sieht, dass relativ wenig los ist. Einige Wirtschaftsdaten haben es aber in sich, hier wie 16 Uhr, 9:55 Uhr, 10:30 Uhr. Und auch in 29 Minuten sind relativ wichtige EZB-News, die sich oft auswirken auf die aktuellen Charts, auf alle Währungspaare. Gut, dann schauen wir mal, ob ich einen finde. 1 bis 5 Trades. Was ich noch sagen kann, ich benutze insgesamt 7 Indikatoren, davon 3 Standardindikatoren und 4 von mir. So, schauen wir mal. Euro-Out sieht gut aus. Na, wo ist er? Hier. So, ich steige ein. 2000 Euro. Der etwas in meine Gegenrichtung geht, steige ich nochmal ein. Ja. Maximal 5 Trades. Nun heißt es abwarten. Nach meiner Strategie sind meistens die ersten beiden Trades schon im Gewinn. Wie gesagt, es kommt auf das perfekte Chartbild an, sonst wird es nichts. Unter Berücksichtigung der Tagesnews und Indikatoren. Ja. Sehr schön. Gut, das war's. Wer Fragen hat, bitte per Mail oder ins Kontaktformular meiner Webseite eintragen. Ich melde mich dann.